Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zu einem neuen hochqualitativen Unboxing auf meinem Kanal. Heute geht es hier natürlich um die Better Fishing Box für den Monat November. Da bin ich ja sehr gespannt. Oktober. Um die Oktoberbox. Es ist natürlich die XXL-Variante, kostet 40 Euro. Gibt auch eine für 30 Euro und eine für 20 Euro. Das ist dann die L-Version oder die XL-Version mit einem Influencer-Code. Könnt ihr immer noch 5% sparen. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir in diesem Monat haben. Klingt auf jeden Fall ziemlich voll. Da würde ich mal sagen, brauche ich ein Messer und dann legen wir los. Ach nee, geht ja so auf. So. Mal gucken, was die Jungs sich da gedacht haben. Ui. So, dann fangen wir mal an. Was haben wir denn da? Von der Firma Daiwa, den Double Clutch Tournament. Ist das jetzt ein japanischer Köder? Ja. Wenn ich nur jemanden hier hätte, der mir das erklären könnte. Ach, steht alles hinten drauf, okay. Made in Japan. Ui, also was für die GDM-Freaks unter euch. Ein kleiner Twitch-Bait, natürlich ideal jetzt zum Barschangeln. Ich weiß nicht, kann man damit noch Rapfen fangen jetzt? Kann man. Natürlich habe ich jemanden hier sitzen, der mir erklärt, für was hier alles ist. Und zwar ist heute jemand bei mir, den kennt ihr sicherlich alle, einer, der mit dieser Box hier sehr viel zu tun hat. Und zwar ist der Yoshi heute bei mir. Bingo. Also ich grinse gerade und freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf diesem wunderbaren Unboxing-Kanal. Ich greife dir heute unter die Arme, ja. Beziehungsweise unter die Hände. Hast du mein Geld eigentlich bei? Habe ich vorne abgeladen. Wird gerade noch ausgeladen. Abgeladen, sehr gut. So, Messer ist am Start. So, möchtest du mir irgendwas erzählen zu dem Köder hier? Ich packe den schon mal aus, ganz ja, eine Menge. Double Clutch, Tournament-Serie von Daiwa, die Japan-Serie von den Hardbaits. Ich bin noch ein bisschen nasal, ich bitte es zu entschuldigen. Clutch ist das englische Wort für Kupplung, wusstest du das? Nee. Jetzt weißt du es. Ich hätte jetzt gedacht für Klatschen. Nein. Aber die gibt es schon sehr, sehr lange, diese Tournament-Reihe. Und der Double Clutch ist einer der ersten, die da drin waren. Und den gab es früher nur in so in 10 cm oder so. Und das ist jetzt eine kleinere Version. Und das ist richtig geil. Der hat, wie ihr hier hinten seht, ein Weight-Transfer-System drin. Oder wie nennen sie es? Gravity-Oscillate-System. Ganz genau so. Ein Weitwurfsystem. Heißt, man kann diesen Köder, der eigentlich nur 3,6 Gramm wiegt, trotz dessen sehr, sehr gut werfen. Hast du hier ein Licht irgendwie, wo man das denn sehen kann? Von unten Licht hoch. Nur ein V-Licht. Warte mal, ja, sieht man es? Ja, sieht man. Warte mal, wir können ja mit dem Handy Licht machen. Ja, jetzt sieht man es, oder? Jetzt wird es hochprofessionell hier. Ja, da ist so ein kleiner Zylinder drin. Oh, mal scharf. Jetzt. Da haben wir ihn gerade kurz gesehen, diesen Zylinder. Und der gibt beim Werfen halt, knallt er so nach vorne und deswegen kann man diesen leichten Köder trotzdem sehr, sehr schön. Doch, man sieht ihn sehr gut hier, glaube ich. Ja, mal schauen. Man kann ihn schon erkennen. Doch, man kann ihn schon. Da, ja, doch, da, ganz da, genau. Da ist er. Ist er denn voraktiv? Tatsächlich auch. Hinten und vorne ja kleine Punkte für den Kiemen. Ohne? Kaum. Nö, sieht man kaum. Ja, also ziemlich geil. Was fangen wir damit? Natürlich Barschen. Barschen, Forellen kann man auch richtig geil im Fluss damit angeln. Menschen, Hechte. Tolle Hechte. Aber hauptsächlich zum Barsche twitchen. Ja, steht die Lauftiefe drauf? Was haben wir denn hier? Wenn man jetzt noch so einen Beipackzettel hätte. Ach schon, können wir natürlich auf dem Beipackzettel. Ach, da ist ja noch einer mit drin. Das ist ja wild. Ja, da wird Clutch 60. Okay, steht so hier drauf. Guck mal, hier ist es nochmal ein groß. Da steht's. 60 mm und 3,6 Gramm wiegt der gute. Er ist suspending, das heißt natürlich, er steht im Wasser und 0,5 bis 1,3 Meter. Ja, oh, siehst du, wie ein Männerchor hier. Traumhaft. Ja, geil. Was steht hier noch drauf? Nochmal die Erklärung mit dem kleinen Zylinder drin, ne? Genau. Und dem quasi Weitwurfsystem. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Natürlich einen Bladed Jig. Bladed Jig. Nicht Chatterbait, wie es da oben etwa draufsteht. Das ist ein steht tatsächlich sogar drauf. Weißt du denn, wie das sich eigentlich verhält mit denen? Nee, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist das nur so ein wie Siemen da, wie die hinterher sind. Sie haben es erfunden. Gar nicht. Ja. Also, Chatterbait 7 Gramm von der Firma GTT. GTT, ach siehst du, da ist der Löffel drüber hier. Aha. Ist im Vergleich zu anderen Chatterbaits oder Bladed Jigs, hat er eine besondere Form vorne von dem Chatterblatt. Kenne ich so tatsächlich. Rund, so ein bisschen wie so eine. Ach so, wie Löffel, ja. Ja, Ich wollte gerade sagen, wie eine Tauchschaufel vom Wobbler. Ich dachte gerade, du meinst die Stufe, die hier drin ist. So einen Knick hast du immer drin. Na, nicht immer. Ich glaube, welche, die gerade sind. Aber mir ist da spontan der Gumpi Buber nämlich eingefallen. Der hat nämlich auch vorne so einen. Hat ganz geil noch diese Fischkopfform, das finde ich ganz nice. Ja, ansonsten schöne Farbe, ne? So ein bisschen natürlich, noch ein bisschen auffällig, aber nicht zu grell. Auch ganz geil. Und jetzt gerade zu der Jahreszeit, wenn das Wasser sich abkühlt, die Seerosenfelder und so absterben und Krautfelder absterben, richtig geiler Köder.
Ja. Für Barsch und Hecht. Auf jeden Fall super. 7 Gramm. Ja. Go Fishing. Steht hier oben auch nochmal. Barsch und Hecht sehe ich gerade. Da oben ist es. Sehr gut. Können wir sicherlich nochmal im Beipackzettel nachher sehen, ne? Genau. So, dann haben wir von der Firma Quantum den G-Crank, den Q-Crank. Das ist der Q-Crank, heißen die alle, die Cranks, aber das ist der Cranken Blade. Okay. Und ich finde, die haben mit Abstand die geilsten Verpackungen. So, also optisch, oder finde ich mit die geilsten Verpackung. Aber was ich bei denen sehr schade finde, siehst du gleich, was ich meine, wenn du es aufmachst. Also Lauftiefe erstmal 0 bis 1 Meter und 65 mm lang, 12 Gramm. Ist er schwer, Farbe nennt sich Golden Perch. Hot Perch. Naja, fast richtig. Gar nicht mal so schlecht geraten. Achso, dann sieht man es gleich. Ja, siehst du, das sieht man nämlich nicht, wenn die Verpackung zu ist. Achso, ja, stimmt. Ja, das ist natürlich ein bisschen, da halten sie hier mit ihren Goodies doch hinterm Zaun so ein bisschen. Ne? Hätte man also auch, das macht den Wobbler ja theoretisch aus. Richtig aus und besonders. Und genau, darum auch das den Wort Namen Blade. Blade, genau. Blade, ja, genau. Wesley Snipes Blade. Kennst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Wie alt bist du? Na klar. 30 bin ich schon. 30, tut mir leid. So, da ist er. Ganz schön fett ist der, ne? Ganz schön rund. Mhm. Wie ein gut genährter Barsch. Ja. War, ist schon ein sportlicher Barsch. Ja. Ein Winterbarsch. Ja, die Länge passt zu dem, was ich immer fange. Und Vorhocktiefe ist auf jeden Fall auch. Ja, und der hat natürlich durch dieses Spinnerblatt. Was ist das jetzt zu der Vibration? Weißt du das? Das ist ein Colorado. Sehr gut. komm. Na komm. Du, also, manchmal überrascht man ja. Da hätte ich mich gerade echt nur. gut. Du hast zusätzlich halt zu der Vibration nochmal optisch, hier plumpst ja alles runter, ja. Einen optischen Reiz durch das Spinnerblatt, ne? Ja, sehr gut. Das blitzt dann unter Wasser und alles. Ja, und cool. Die Position vom Haken ist auch besonders bei dem, finde ich, vom hinteren Drilling. Weil sie nicht ganz hinten ist? Genau, normalerweise ist die ja immer hier drin. Ja. Ganz schön fettes Ding. Ja, kannst du jetzt auch, hauptsächlich fängt man darauf Hechte oder halt dicke Barsche, aber gerade bei Crankbaits, finde ich, fängt man besonders viele Hechte und die müssen auch gar nicht so groß sein. So. Wie findest du den? Finde ich super, ja? Tolle Farbe auf jeden Fall. Auch ein bisschen natürlich, nicht so grell. Du bist ja auch eigentlich einer, der mehr mit natürlichen Farben fischt. Ja. Ne? Mhm. Es gab auch, ich war ja beim Boxenpacken, schaue ich aber wieder mal vorbei, was die Jungs bei uns im Lager so machen. Gab auch viele, viele Schocker. Mhm. Aber bei dir sieht es relativ gut aus? Nee, relativ natürlich. Ach so. Manche mögen Schocker. Ich feiere, also das Ding ist, ich habe bei meinen Boxen, die packe ich mir ja nicht selber, da habe ich auch ab und zu Schocker bei und dann denke ich mir so, hätte ich mir wahrscheinlich im Laden nicht gekauft, aber Feiertage ist ja auch so eine Farbe, die jeder irgendwie mal gerne nimmt. Auf jeden Fall. Also die sollte man auch immer dabei haben, macht halt trotzdem manchmal vielleicht so einen Unterschied, ne? Ja. Und die Gewässerbedingungen sind ja da auch immer wichtig, ne? Kann auf jeden Fall machen. So, hier haben wir den Westin, die Firma, die immer liefern kann. Original Perch, 9 cm lang. Das sind 3,5 Inch. Genau, und das ist Tommy's Bait. Bei Tommy's Bait. Tommy's Bait ist ein polnischer Köder-Designer, der die Gummis selber gießt. Und der macht diese, hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen bei Instagram, der macht so unfassbar realistische Gummis. Ja. Der kostet dann auch einer irgendwie 5, 6 Euro oder so. Und die sind, der kann natürlich nicht annähernd so viel produzieren, wie er verkaufen könnte. Aber für Westin hat er gesagt, macht er was. Nee, der Westin hat den quasi jetzt salonfähig gemacht für, ach, in Eigenregie für jedermann, so. Aber mit ihm zusammen halt, ohne jetzt zu sagen, ey, wir finden den Köder geil, wir klauen deine Form, sondern wir machen es einfach so, dass wir das Abbild quasi von dir nehmen, mit dir zusammen was machen. Die Form ist halt nicht handgegossen, sondern die ist maschinell hergestellt. Genau. Aber die sind trotzdem noch geairbrushed und siehst du auch die Details da. Ne? Gucken, packen wir gleich aus. Nur ein UV-Auge. Nennt sich Gold Perch. Was ist der lang? 9 cm. Ne? Auch gute Barschgröße jetzt für große Barsche. Ja. Da kann man sicherlich auch auf kleine Zander und abends angeln. Jetzt, ne? Jetzt gerade im Herbst ist eine Zeit, wo ich immer sehr, sehr viel Zander auch mitnehme zum Essen. Und die haben ganz, ganz oft so eine kleine Barsche. Ist der jetzt verlatfrei? Sind ja die auch nicht immer eigentlich, ne? Oder? Also das Logo fällt mir tatsächlich jetzt das erste Mal auf, Baby Sting. Na, die machen jetzt immer mehr mit diesen verlatfreien Sachen. Okay. Also Verlat sind giftige Weichmacher. Und genau. Das machen die immer mehr, dass es jetzt nicht mehr drin ist. Auch ganz geil aus, ne? Ja, und das ist Besondere bei dem ist auch der Tellerschwanz. Der verkehrt rum. Ach stimmt, hast recht, ja. Sieht aus wie ein Stiefel, ne? Bisschen, ja. So. Ja, stimmt. Ja, der ist verkehrt rum. Aber das ist ein wirklich geiler Köder. Und hat man ja selten so eine hochrückigen Köder, ne? Das Problem ist auch meistens, wenn die zu hochrückig sind, dann wird es immer schwer mit dem Jig-Haken, dass der vernünftig rausguckt. Aber hier ist es noch so, dass es ein bisschen gerade gemacht relativ ist. Relativ gerade ist. Aber der Köder trotzdem hochrückig ist. Der flankt richtig geil im Wasser. Ja, auch schöne Farbe, ne? Schön natürlich auch. Das ist richtig natürlich. Es gibt auch noch eine, die ist so ein bisschen heller. Die sieht dann eher aus wie so ein Baggerseebarsch. Das ist jetzt, finde ich, eher so ein Kanalbarsch, ein bisschen drüber oder auch so Krautfelder.
wo die kleinen Barsche dann drin aufwachsen. Auch vorne dieses bläuliche finde ich auch ganz cool. Ja. Das ist so leicht schimmernd. Schon cool. So, weiter geht's. Was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich ein paar Snaps. Den Egg-Snap, also höchstwahrscheinlich von Ei. Das heißt, genau. Ein weiter Bogen sicherlich, ne, für schön viel Köderspiel. Genau. Würde ich jetzt mal schätzen, 30 Lips, das sind 15 Kilo. Und 10 Stück sind drin. Genau. Größe 4. Genau, hochwertiger Snap von, ach, von Diver natürlich. Genau. Ja. Ja, und das ist jetzt die perfekte Größe, um Köder wie den hier zu fischen, wie den Chatterbait zu fischen, wie den Q-Crank zu fischen und auch noch ein, zwei weitere, die da gleich kommen. Für den hier fände ich ihn wahrscheinlich etwas groß, da würde ich einen kleineren nehmen. Aber ja, ein richtig guter, hochwertiger Snap, der auch nicht, einen guten Snap erkennst du daran, dass du den 30, 40, 80 mal auf und zu machen kannst und der nicht ausleiert, die Lackierung abplatzt oder so. Der ist spitz zulaufend, dass wenn du deine Schnur hier oben anknotest, dass es da nicht rausrutscht. Ja. Und ja, ist einfach ein guter, hochwertiger Snap, kann man immer gebrauchen. Auf jeden Fall. Und zum Barsch-Zander-Angeln hier sicherlich eine gute Größe. Genau, Barsch-Zander, genau das Richtige. Da oben eine Knotenanleitung hinten drauf. Perfekt. Ja. Dann haben wir ein paar Haribo Happy Cola. Prost. Das Original. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Chatties Slim in einer Größe, ich würde sagen, um die 22 cm? Ne, ein bisschen kleiner. Er ist ein bisschen kleiner, als du denkst, Lemmy. 18 sind es. Es sind nur 18. Es ist ein bisschen. Komm, ich glaube, jetzt nicht gedacht, 26. Also wirklich. Eine Farbe, richtig geile, eine richtig geile Farbe. Ich dachte gerade, dein Akku. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht so geil. Ja, hier, also UV-aktiv natürlich. Richtig cool. Und den Köder hatte ich jetzt gerade vor 2 Wochen in Holland mit und habe den mal gezielt auf Zander gefischt. Und, warte mal, ich muss ganz kurz einmal hier suchen. Ja, mach mal. Ich wähle den einfach hier rum. Hier sieht man schön goldene Flakes, grüne Flakes und so ein paar, was sollen das sein, Bissspuren? Oder? Das wären auf jeden Fall ganz schön viele. Der ist vielleicht so in eine Motorbootschraube gekommen. Könnte man vielleicht sagen. Oh, da ist er. Ja. Voilà. Noch ein bisschen zurück. Oh Gott. Da. Ja. Da ist er. Ja. Oh, ein schöner Barsch. Ein schöner Barsch. Ja, weil mit dem habe ich echt einen richtig, richtig geil auf Zander gejickt. Schön 15 Gramm Kopf, 6-0er Haken. Das war richtig. Das war in Holland, Das war jetzt in Holland, genau. Anfang Oktober. Oh, da kann ja jeder Zander fangen. Und auf jeden Fall. Und den hier habe ich auch richtig geil schon auf Hecht gefischt. Ja. Der ist jetzt auch der V2, der Slim Tees V2. Den Slim Tees gibt es ja schon ewig. Das ist der V2. Was macht der anders? Der ist jetzt auch verladfrei. Ah, okay. Genau. Mhm. Und es ist auch eine neue Größe. Es gab nur einen 23er und 28er. Jetzt ein 18er. Hm. Warte mal, jetzt muss ich nicht, dass ich ihn nicht vertraue, aber ich muss kurz auf die. Naja. Kommt schon hin. Ne? Reicht doch. Wie beim YPC hier. Wie beim YPC. Kriegt die noch einen Zentimeter? Können wir die noch knicken? So, sehr gut. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Gummifische. Gummifische sind immer gut. Von der Firma Savage Gear, den Gravity Stick Paddle Tail. 14 cm lang. 15 Gramm ist er schwer. Er hat das Longcast System drin in einem Gummifisch. Da bin ich ja mal gespannt. Das gucken wir uns gleich mal an. Und ja, High Gravity. Das spielt eine große Rolle hier oben. Die 15 Gramm. Ja, okay, das ist also, würdest du mir jetzt sagen, sehr schwer für einen Gummifisch dieser Größe. Und der ist natürlich gesalzen. Ne? Das ist natürlich hier ein Hinweis dafür, wer selber zu Hause mal irgendwann gekocht hat und mal Salz in irgendeinen Topf geschmissen hat, der wird sehen, was macht Salz? Es ist nämlich ein Mineral und es sinkt nach unten. Und darum macht man das in diese Gummifische rein oder allgemein in irgendwelche Gummiprodukte, die zum Angeln sind. Und dann sinken die nämlich nach unten. Genau, hat nicht nur den Vorteil, sondern auch den, dass wenn der Fisch darauf beißt, hat er erstmal was ein bisschen Geschmack. Mund, bisschen Geschmack und nicht diesen Plastikgeschmack im Mund, sage ich mal, oder ein Weichmacher-Gummi-Geschmack im Mund. Das ist hier auch ganz wichtig, Free Sticker Inside. Ja, der ist auch oben drin. Fangen wir mal aus hier. Ich glaube, das ist zu schwer, oder? Ja, so kriegt man es. Vorsicht, brauchst du deine Hände noch die nächsten Tage? Nö, wäre nicht verkehrt. So, da oben hat er sich versteckt. So, Aufkleber am Start. Und dann holen wir mal einen raus. Auch wieder eine sehr schöne, natürliche Farbe hier. Mhm. Was angeln wir damit? Sicherlich Zander, oder? Zander kannst du natürlich auch für Schwarzbarsch nehmen. Und ich glaube, Hechte mögen das Ding auch. Was ich an dem cool finde, der hat hier oben, wenn man guckt, sieht man das? Der hat hier so ein, wo ist denn deine Kamera? Da. Ja, muss schon scharf stellen. Fokussieren. ich bin überfordert. Der hat da. Siehst du das? Der hat da so ein, wie eine kleine Gussnaht. Ja. Siehst du das? Ja, nee. Ich nehme einfach selber einen und guck. Ja, sehe ich, na klar. Der hat einen ganz kleinen Furunkel da oben. Ja. So, und das ist keine Gussnaht, sondern das ist, wenn du den Offset anköderst, dass du die Hakenspitze dahinter nochmal verstecken kannst, dass sie nochmal ein bisschen zusätzlich geschützt ist. Mhm, aber nur so ein Hauch quasi, ne? Ja, wenn es wie so ein Keil, so ein bisschen, der da so hoch geht. Mhm. Und
Der sieht auch so echt weird aus, ne? Vom hinten nochmal richtig langgezogen. Etwas und dicker, du kannst, ne, den. Der normale Gummifisch wäre irgendwo hier zu Ende. Genau, ne? Das wollte ich gerade sagen. Du kannst den natürlich beliebig kürzen und der verändert sich eigentlich kaum. Du könntest den in der Länge fischen, würde funktionieren. Du könntest ihn in den Länge fischen und komplett lang. Du kannst ihn als Trailer nehmen, kannst hier einfach abschneiden, hier als Trailer raufmachen, hättest einen richtig geilen Trailer. Oder halt einen relativ kurzen Jigkopf und ich würde den bei der Länge schon mit dem Stinger angeln. Weil wenn du jetzt hier jetzt einen 6-0er oder so raufziehst, dann versteift der den zu doll. Also einen kurzen Jigkopf bis hier ungefähr und dann hinten noch einen kleinen Stinger rein. Richtig geiler Zandergummi. Wenn du jetzt den auf Zander fischen würdest, was für eine Jigkopfgröße würdest du da nehmen? Bist du auch einer, der halt wirklich sagt, der muss halt im vorderen Drittel und gerade bei dem, ich würde sagen, dass er im Idealfall da bei diesem Kai ungefähr rauskommt. Oder ein bisschen weiter hinten vielleicht. Also eigentlich gar nicht so weit, wenn man es hier sieht, ne? Weil ich habe halt viele Videos gesehen. Ich habe es tatsächlich vorher auch nicht so drauf geachtet, aber dass der Zander, der faltet dann natürlich den Gummi. Durch den Unterdruck. Und das ist fast besser, wenn der Haken halt nicht zu lang gewählt ist. Ne? Man denkt ja immer möglichst weit hinten, weil der Fisch kommt halt von hinten, aber bei Zander ist es ja eher anders. Der kommt auch von der Seite, ist unterschiedlich. Aber wie gesagt, bei dem Köder würde ich mit dem Stinger arbeiten. Der hat jetzt auch eine Länge von 14 cm. Ja. Würde ich auf jeden Fall mit dem Stinger arbeiten. Oder halt, wie gesagt, als Chatterbait-Trailer auch richtig gut macht. Haben wir vorhin auch mal rangebastelt. Passt richtig gut ran. Sehr gut. Wenn man jetzt noch ein paar passende Jigköpfe dabei hätte, das wäre es. Ach, na, das ist ja bei der Better Fishing Box, das passt ja gar nicht. Nanu? Was haben wir denn da? Ein Mixpaket. BKK-Jigköpfe. BKK. So. Kann ich auch. Das tut mir weh hier. Hast du ein bisschen Angst, wa? Scharfen Messer kennst du sonst nicht. So, dann haben wir hier ein Sortiment, ich würde mal sagen, 7 Gramm, 10 Gramm, 12 Gramm, sowas in dem Dreh, wa? Steht alles drauf, haben wir doch aufschreiben lassen. Weiß, ich kann 5, 7, 10 und 14. Sag ich ja, genau das wollte ich sagen. Und genau das hier ist so die richtige Länge dafür, die ich ihn wählen würde. So, und dann machst du hinten noch das Ding rein. Ja. Passt perfekt. Die Jigköpfe passen auch für den hier übrigens, die kleineren. Natürlich. Ja. Ja. Genau. So einen kleineren nehmen. Genau. Das passt. Passende Jigköpfe. Sehr gut. Ready to fish. Abgehakt. So, was haben wir noch? Geht noch weiter? Jetzt haben wir noch mal ein Highlight. Better den Fishing Box Sonderfarbe. Crazy Minnow. Ja, von der Firma ATEC, japanische Firma. Auch eine sehr hübsche Farbe. Mhm, die haben wir selber gemacht. Also die Farbe. Pack den mal aus. Der ist echt richtig gelungen. Auch wieder alles japanisch hinten drauf. Da bräuchten wir jetzt den Google-Übersetzer, dass wir da was lesen können. Ja. Farbe habt ihr nicht raufgeschrieben, wa? Doch, steht vorne drauf. Da, Mirror Chartreuse. Ah, Mirror okay. Mirror wegen dem Spiegel. Spiegel unten. Okay, so. Passt schon. Schöner, tieflaufender Twitchbait. So, ach, das ist hier wieder. Nee, hier ist das Plastik mit drin. Ach so. Das heißt, du musst das erst hochziehen. Jetzt geht's. Aha. Schon ein paar Köder mehr ausgepackt. Wie viele Stunden verbringst du eigentlich wieder beim Einpacken? Und wie oft denkst du so, viele. Wenn der da reinkommt, der kann der nicht da reinkommen. Ja, ist so wie wenn du versuchst, mal wieder einen Fernseher einzupacken oder sowas. Ja, ne? Ja, sehr geil. Doch, eine sehr große Tauchschaufel, ne? Wie tief läuft der ungefähr? Stand der läuft wahrscheinlich 2 Meter oder sowas, ne? Ja, 2,5 bis 3 Meter getwitcht. 12 Gramm und 96 Millimeter ist er lang. Stimmt, sehr schön. Geschrieben habe ich es doch, oder? Ich habe den dieses Mal echt wieder dran mit. Ein paar Zettel schreiben. Da sind bestimmt wieder Rechtschreibfehler drin, oder? Ich habe gar keine Lauftiefe aufgeschrieben. Ach, aber er läuft 2,5 bis 3 Meter tief. Alle merken. Ja. Wofür ist eigentlich dieser Hucke? Den haben ganz viele Twitch-Bates, weißt du das? Das ist einfach eine besondere Form, andere Verwicklung oder andere Verwirbelung nochmal. Toll, mit Grün. Mit Grün hat man auch. Grün. Also in die Farbe, die Fische am schnellsten sehen, ne? Oder am besten sehen. Barschzander. Okay. Und unten halt ein bisschen das Natürliche. Ja. Was wir immer so feiern. Und von unten sieht er so, schimmert er so ein bisschen Palmut nochmal. Ja. Richtig geiler Twitchbait. Schon schick. Ja. V-Aktiv wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Trotzdem schön. Sehr schön. Ja, das ist ein V-Aktive, weiß ich nicht. Wie ist da deine Meinung dazu? Ich meine, ich mache zwar auch immer den Test. Meinst du, das macht das wirklich einen Unterschied? Können Fische überhaupt richtig UV-Aktivität also wahrnehmen? Hast du irgendwas schon mal wird mit diesem UV-Aktiven sein. Oder ist es nur ein Verkaufs... Also irgendwas wird damit sein. Es macht ja nicht wirklich viel Sinn, weil UV-Strahlen sind ja schon relativ wenig und gerade dann noch nachts gar keine eigentlich oder minimal und dann noch unter Wasser, die werden ja dadurch nochmal abgefangen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da unten ankommen, aber irgendwas wird es machen, weil so Farben wie Motoröl oder so, die fangen ja schon nochmal anders als ein Pumpkin oder so, der nicht UV-aktiv ist. Also irgendwas wird damit sein. Mhm. Ich weiß nicht.
War auch keiner von uns Fisch, aber irgendwas wird damit sein. So, dann haben wir noch was Wichtiges. Das muss ich mal gucken, was da meine Lieblingskarte hier. Ja, was hier. Wichtiges. Ein mein Aufkleber. Ach so. Erstmal natürlich der Aufkleber. Ja. Der sieht sogar mal ganz gut aus. Danke. Vielen Dank. Doch, sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Ja. Finde ich. Kann auch. Kann man machen. So, und dann haben wir nämlich noch eine Sammelkarte. Das ist den Schwarzen Peter gezogen. Den Schwarzen Peter. Warum habt ihr eigentlich nicht die Größe von was anderem draufgeschrieben? Da wollte bestimmt Maxi nicht mitmachen. Körpergröße oder was? Da wollte Maxi unbedingt. Körpergröße. Naja. So, hast schon zwei. Ja, kann ja auch sein, dass du also kann auch sein, dass du mal einen Doppelten drin hast, ne? Oh, da muss ich tauschen also, ja? Ja, ist ja extra so zum Sammeln, zum Tauschen. Machen wir da eine WhatsApp-Gruppe auf, eine Better Fishing Books WhatsApp-Gruppe zum Kartentauschen. Gibt's noch Facebook? Gibt's noch Facebook? Facebook nur für über 40-Jährige. Facebook, Better Fishing Quartett, Sammelbörse. Da Tauschbörse. Ja. Könnte man zum Beispiel auf der Messe Berlin, kannst du ja deine Doppelten da mitnehmen die und auf jeden tauschen. Fall mit. Ja. Maxi hat nur 3 Kochpunkte, was ist denn da los? Kann ich kochen. Nee. Ah, hab ich schon von vielen gehört. Selbstgehakt 4. Naja. Selbstgehakt mit Wiederhaken. Wir haben jetzt gerade neue produzieren lassen. Das sind natürlich extrem viele. Also es gibt, glaube ich, knapp 30 Karten mittlerweile. Echt? Ja. Wann kriege ich meine eigene Karte? Tja, da muss ich erstmal angeln. Wen wünschst du dir denn? Wen kann ich ja vielleicht schon mal spoilern, ob der eventuell dabei wäre? Naja, wer gehört da noch zu eurer Crew? Victor nee, auf nicht jeden Fall. 30 Ach Leute so, gehören nicht so. 30 Leute? Nee, naja, okay, dann natürlich der Fred auf jeden Fall, so eine Sachen. Und dann die beiden Engländer, wie auch immer die beide heißen. Kellex und Al. Karl und Alex. Also, du hast auf jeden Fall gerade schon mal ein paar genannt. Ja, ja. Schon klar. So, und dann ist hier der Zettel, ja, mit dabei. Mhm. Natürlich, was wir alles drin haben. Den Tech Crazy Minnow. Ist auch alles drin? A-Tech, meine ich ja. Sollte. Also Menschen sind natürlich Blade. Menschen, die dahinter stehen. Na, da passieren auch ganz, ganz selten. Mal, ganz vielleicht ist mal irgendwo ja, na klar, ein kleines Fehlerchen passiert, aber ich denke, das wird überall so sein. Selbstverständlich. Aber da sind wir natürlich dann immer stets bemüht, das so schnell wie möglich wieder gut zu machen. Blitzende Blatt. Und da finden wir auch mal eine Lösung. Also, ich kann ja noch mal kurz so, wir Maxi und ich planen ja die Boxen hauptsächlich so. Mit Victor natürlich und den anderen Jungs. Aber wir haben uns so gedacht, wir haben ein Crankbait. Machen wir hier einfach kurz so einen reinen Tisch, oder? Wir haben ein Crankbait, ein Twitchbait, ein kleines Twitchbait für Barsch und Forelle, ein Zandergummi, ein Hecht und Zandergummi, ein Chatterbait. Ein Gummifisch, den du eigentlich für alle Fischarten nehmen kannst. Dann haben wir passende Jigköpfe dazu. Snaps. Die Snaps. Was zum Naschen. Ja. Karte. Irgendwas Schlechtes muss immer dabei. Ja. Ein Aufkleber. Erklärzettel. Golden Ticket war diesen Monat ein Halbfishing-Klamottenset. Und im November ist es eine Quantum-Route. Im Wert von 150 Euro. Und das war's. Lieferung noch natürlich von mir. Aus Haus. Was sagst du? Ich finde sie wirklich gut diesmal. Ja, wieder. Was gefällt also dir nicht so? Schön. Eigentlich, also ich würde tatsächlich hiervon alles fischen können. Ja, also da wäre jetzt nichts bei, was ich jetzt nicht fischen würde. Farbenmäßig? Auch von den Größen her, wir hatten ja in der letzten Box, glaube ich, auch ein bisschen was so sehr klein und fipselig war. Ne? Ja, das ist alles kleines, nicht ganz so meins, aber es sind natürlich auch immer persönliche Empfindungen. Ne? Und ich finde halt trotzdem, dass auch kleine Sachen halt immer sehr wichtig sind, einfach weil natürlich viele... da fängt man natürlich am meisten mit, weil einfach der Hauptzielfisch oder so ist natürlich Barsch irgendwo und da hat man natürlich am meisten Frequenz irgendwo drauf. Deswegen große Köder für Hecht finde ich auch immer toll, wenn welche mal drin sind. Gerade jetzt beginnt ja auch die Hechtzeit, von daher natürlich super, dass hier so ein 24 cm ja. Wie gesagt, und für Barsch ist auch für sehr, sehr fängig für Hecht. Zander ist natürlich auch jetzt gerade Zeit. Glaub mir, da fängt man echt viel Hecht mit und auch auf dem Twitchbait einen tieflaufenden. Ja. Und so ein Barsch ist einfach die Beute von jedem Raubfisch, der bei uns rumschwimmt, in der Größe, so ein kleiner junger Barsch. Auf jeden Fall. Den gibt es auch überall. Mhm. Und den kannst du natürlich auch grundnah fischen, dann geht er vielleicht auch irgendwo nochmal als Grundel durch. Ja. Finde ich sehr schön, habt ihr sehr gut gemacht. Danke, danke. Sehr, sehr gelungen. Hier, auf jeden wie Fall. Gesagt, noch eine Sonderfarbe. Das ist eine Produktneuheit. Das ist eine Produktneuheit für dieses Jahr gewesen. Mhm. Finde ich auch sehr cool, die Farbe. Ja, der ist natürlich auch richtig geil hier, ne? Also, ja, ist ein Schmuckstück cool. So, ne? Also ein bisschen was für die Finesse-Sammler, genau. Ja. Ja, geil.
Gut, Yoshi, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du mir das erstmal so toll erklärt hast. Gerne, gerne. Vielleicht gerne. Kann ich mir irgendwas merken. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Achso, ich wollte noch fragen, wie sieht es eigentlich aus mit der Better Hechtbox und was kommen jetzt noch raus? Also wir haben... Eine Better Barschbox, glaube ich, genau. Ne? Also wir haben drei Abo-Größen, einmal die L-Box, XL und XXL. Das war jetzt die XXL, die kostet 30 Euro, nach unten hin immer 10 Euro weniger. Nee, die kostet 40 Euro. 40 Euro, stimmt, sorry, 39,95. Aber nicht, wenn man noch 5% spart durch den Code. Eventuell. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt noch die, den Adventskalender. Da machen wir gleich nochmal ein kleines Mini-Video zu. Ja, machen wir. Und dann haben wir jetzt neu die, hatten wir immer so Sonderboxen. Zanderbox, Hechtbox und so weiter. Und jetzt gibt es diese Sonderboxen als Abo-Modell. Ja. Heißt, wir haben eine Barschbox. Die Forellenbox gibt es ja auch schon. Die Forellenbox und auch eine Hechtbox. Und vielleicht kommt auch noch irgendwann eine Zanderbox. Und die kommen aber... alle 3 Monate. Richtig, die Barschbox kommt alle 3 Monate. Die Hechtbox kommt 2-mal im Jahr. Und... Was können wir da so erwarten? Also ich sag mal, wenn ich jetzt so das Grundgerüst von so einer Better Fishing Box halt sehe, hätte ich jetzt natürlich, ich will nicht sagen Angst, aber auch natürlich Bedenken, dass ich viele von den Ködern, die ich halt als normaler Abonnent hier drin habe, wiedererkenne. Wird es so sein? Also dass natürlich mal ab und zu vielleicht was mit drin ist, ist klar, aber es wird wahrscheinlich hoffentlich nicht der Hauptbestandteil sein, oder? Ich will dich jetzt auch nicht so festnageln. Also ich komme da auch Produkte rein, die ihr extra dafür dann wieder bestellt und ordert. Ja, ja, klar. Ja? Gerade, ach so. Gerade bei den Hechtsachen da wird dann schon hauptsächlich... Köder, sage ich mal, ab 25 Gramm aufwärts. Also da wird nicht in der Hechtbox sowas hier drin sein oder sowas Kleines. Das wird dann... Die Größe entsprechend dem genau, Zielfisch vielleicht sein, mal, ne? Vielleicht mal ein Shallow Rig, mal ein Jerk, mal vielleicht auch mal ein bisschen was Größeres. Sagen wir mal so Richtung bis zu 100 Gramm. Schwerer wollten wir eigentlich nicht unbedingt, aber so um die... Ja, schon größere Sachen. Und halt dann sowas hier nicht, ne? Sondern das sind halt ein 8-0er oder ein 6-0er Jig drin. Oder mal ein Shallow Rig oder sowas vielleicht. Genau. Genau. Und bei der Barschbox halt dann, sage ich mal, Größen bis zu dieser Größe. Ne? Da sind dann halt auch mal hier eher sowas, ein kleinerer Crankbait als sowas. Dann vielleicht auch mal ein paar Chiburashka, ein bisschen Finesse-Zeugs, ein paar Würmer, ein paar Creature-Baits und so weiter. Ja. Cool. Ja. Abbestellbar? Ab wann jetzt? Welchen Monat ist? Ist schon bestellbar. Und der erste Auslieferungsmonat ist das dann? Ist jetzt, was haben wir heute? 17. Yep. Heute ist der 17. Diesen Monat, Ende dieses Monats, wird die Hechtbox verschickt. Ich glaube, am 30. ist Versand. Wir haben das alles auf der Webseite stehen. Ich habe die Daten. Ich packe den Link natürlich nochmal in die Videobeschreibung. Und die Barschbox wird Anfang November, ich glaube, in den ersten 2-3 Novembertagen wird die verschickt. Ja. November, Dezember, Januar kommt wahrscheinlich dann im Februar. Richtig, genau. Die Daten stehen auch alle da dann drunter. Ja. Ich habe die so viel gerade, wir haben auch nochmal mit dem Adventskalender gerade einen Kopf voll, sage ich mal. Ja, da gucken wir jetzt later, quatschen wir gleich nochmal drüber. Aber das wird ein anderes Video. Wird ein anderes Video. Aber wie gesagt, da findet ihr alle Infos. Ja, ja, cool. Gut. Gut. Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Yoshi, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon bald wieder. Machen wir. Mach's danke gut, für die Einladung. War schön, hier das mal zu sehen. Din, 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 din. Jetzt kommt die Musik. Ja. Muss jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi, musst du sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi. Tschüss. Tschüss.